Wieso sind die Impfstoffe für verschiedene Personengruppen empfohlen? Prinzipiell ist es so, dass Medikamente werden im Labor hergestellt als allererstes und werden dann an einer gewissen Anzahl von Personen getestet. An diesen wird die Sicherheit getestet, aber auch die Wirksamkeit. Das sind Tausende von Personen, um uns zu verstehen, aber man kann nicht alle Kategorien drinnen haben. Die Daten werden auch nach der Zulassung dann weiterverfolgt und die Medikamente werden an viel mehr Menschen erst in dem Moment denen verabreicht und insofern kann man dann einfach weitere Details erst in dem Moment festlegen. Zum Beispiel bei Influenza gibt es ja auch Impfstoffe, die extra für ältere Personen hergestellt werden, die entweder ein Adjuvans beinhalten bzw. mehr Wirkstoffmenge enthalten, damit auch ein Immunsystem, das nicht mehr wie ein junges Immunsystem funktioniert, optimal darauf reagiert. Das haben wir jetzt bei Corona leider noch nicht. Wir haben jetzt diese zwei Arten von Impfstoffen, die im Moment zugelassen sind. Und das sind einmal die mRNA-Impfstoffe und zum anderen die Vektorimpfstoffe. Es sind beides eher modernere Technologien, die sich eigentlich sehr gut bewährt haben, eine sehr gute Wirksamkeit gezeigt haben. Aber natürlich feine Details oder wie man diese noch verstärken könnte und so weiter, dazu gibt es noch nichts.